So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir werden jetzt zum Händler gehen, wie angekündigt, beziehungsweise Stahl. Stahlvorschlaghammer. 12 Stahlvorschlaghammerteile. Okay, 25 geschmiedete Stahl. Okay, wir werden den Stahlvorschlaghammer leider nicht herstellen können. Aber wir haben schon mal ein bisschen was an Stahlvorschlaghammerteilen immerhin. So, wir gehen jetzt erstmal zum Händler, holen uns eine neue Quest, da wir die letzte verbockt haben. Dafür haben wir einen Bären gekillt. Auch das erste Mal in der Staffel. Hat nur knapp 30 Munition gekostet. Ich habe übrigens keine Munition dabei mehr. Habe ich mir auch gerade. Merke ich auch gerade. Nur mal was können. So. Jo, tot. Sehr schön. Oh, ich liebe dieses Gewehr. Das war auch... Gott sei Dank haben wir das Ding gekauft. We have great prices. So, wir haben great prices. So, ich würde gerne Zeug verkaufen. Und zwar eigentlich alles, was wir hier... Ich habe noch 3 Stühle gefunden und ein bisschen Geld gefunden, das wir verkaufen können. Das. Boah, 6000. So. Schrotflintenteile. Wir sollten Stahlvorschlaghammerteile kaufen, wenn wir welche sehen. Übrigens. Wartung. Glaube ich, können wir schon. Amboss. Bauplan, Motorradlenker brauchen wir nicht. Mini-Motorradlenker, Bauplan, Holzsplitter-Mod. Haben wir noch 2 Stück, glaube ich, zu Hause liegen. Brauchen wir nicht. 1036 Munition. Achso, es sind panzerbrechende Munition. Ja, okay. Nee. Eier mit Speck, Rezept, Kaffeesamen. Können wir, glaube ich, schon. Eier mit, haben wir das nicht ihm auch verkauft? Ein bisschen mehr Modifikation wäre ganz cool, wenn er hätte. Rad. Oh, guck mal hier, ein Motorrad für 18.000. Das ist günstig. 18.000, ganz ehrlich, hätten wir viel gespart, hätten wir das zusammengekommen. Ein Rad für 540. Kicker auf. Ganz ehrlich, wir brauchen, wenn wir uns das Auto, wir werden definitiv das Auto fahren und bauen, werden wir das sowieso brauchen. Gesichtspiercing. Geil. Alteisen-Schienen, den Helm, den hat er, glaube ich, eh alles von uns. Schießpulver, Kleber, Dietriche, Amboss. Boah, Dietriche sind schweineteuer. Zement. AK-47 für 3000. Wir haben auch mittlerweile eine 4er. Hier, 9mm Munition kosten uns 200. Boah, 4000. Das ist auch nicht günstig. Das ist eigentlich schweineteuer. So, du hast nur Blödsinn. Boah, und alles. Beseitige Zombies. 600 Meter. Gekauft. I can't thank you enough. Wir beseitigen Zombies. So. Schade, dass wir die letzte Aufgabe verbockt haben. Das fuchst mich so ein kleines bisschen. Man merkt's, glaube ich. Ich reite gerne da auf solchen Themen dann rum. Ah, guck mal, das ist wieder genau in Richtung unserer Basis irgendwie. So, wir haben 84% Benzin. Ich habe tatsächlich kein Benzin mehr zu Hause. Das heißt, wir müssen wieder anfangen, Autos zu zerlegen. Oder wir gehen doch mal rechts, also ganz, ganz rechts in dieser Stadt, wo wir jetzt sind. War eine Benzinfabrik, glaube ich, war es. Boah, die Polizeistation würde ich gerne looten. Aber mit einer Quest nach Möglichkeit gleich. Ist das das gleiche Gebäude? Nee. Nee, ausnahmsweise mal ein anderes. Boah, den Pillenladen wäre auch nicht verkehrt. Geil wäre, wenn wir tatsächlich einen Bücherladen noch finden. Aber ich glaube, Bücherladen gibt es gar nicht mehr. Also so in den klassischen Bücherladen. Ah, ein Hühnchen. Und zweimal Autowerkstatt. So, säubere Gebiet drinnen bleiben. Yes, Sir. Wir bleiben drin. Wir versuchen es zumindest. Ah, guck mal, Deko-Zombies. Das ist mein neuer Lieblingsbegriff. Noch mehr Deko-Zombies. Wie viele Deko-Zombies liegen denn hier rum? Oh. Ah, ich erinnere mich dunkel. Oh, viele. Da liegen echt mal. Was ist denn hier los gewesen? Da liegen voll viele Deko-Leichen. Aber richtig, richtig viele. Und ich erinnere mich an dieses Gebäude. Es ist nicht sehr schön. Es ist sehr eng. Mit relativ viel Zombie. Guck mal, wie viele Deko-Leichen hier rumliegen. Das Problem ist, dass du aus diesen Deko. Ah, wohl, doch. Du kriegst verrottetes Fleisch tatsächlich auch aus diesen Deko-Leichen raus. Ich bin aber. Ah ja.
Ich bin tatsächlich kein Fan mehr davon, mir jetzt noch Beete zu bauen, weil wir haben tatsächlich so viel Nahrung, dass ich leider eh nicht weiß, wo's hin, wo ich damit hin soll. Ah, hier war ganz schön was los, auf jeden Fall. Na gut, aber... Ja, wir one-hitten halt momentan alles. Also wirklich alles. So, hin spawnen oder hin waren früher auch mal ganz gerne Zombies. Nö, ne, das nichts mehr. Hier, Kühlschränke. Ja, wir kriegen jetzt massenweise Bier, Essen und so weiter und so fort. Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Oder? Ja, Knochen und Nitrat. Aber man kann auch verrottetes Fleisch aus den Dingen rauskriegen. Übrigens mit dem Messer sinnvoller zu zerlegen. Oh, wie viel? Vor allem auf dem Regal. So liegen die auf dem Regal. 21. Oh, das ist eigentlich ganz geil. Ich würde eh noch ein bisschen Munition vielleicht herstellen, aber die große Munition für die Pistole haben wir mehr als genug Munition. Sollte vielleicht auch öfters die Pistole nehmen. 87 Muni haben wir dabei. Ich störe das Licht so ein bisschen. War es das schon? Einen abgehängten Decke könnte noch was sein. Mülltonne. Leer. So, beseitige Zombies ist übrigens mein... Was haben wir Militärzombies verloren? Wo denn? Komm her. Hundedicke! Ja, wir nehmen mal ein bisschen die Pistole. Ganz ehrlich, das passt. Das Geile ist, dass man das jetzt nicht mehr... Achso. Ah, Yucca-Samen. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Yucca-Samen. Ganz cool ist, dass ich herausgefunden habe, durch Zufall, dass man... Ah, guck mal hier. Dass man den Vorschlaghammer sehr, sehr gut nehmen kann, um Dinge zu zerlegen. Das spart echt eine Menge Zeit. Weil ich jetzt nicht mehr wechseln muss auf die Axt beispielsweise und so weiter und so fort. Sondern einfach mit dem Vorschlaghammer alles zerlege, was mir in den Weg kommt. Und das funktioniert einwandfrei. Das ist sehr, sehr geil. Also Vorschlaghammer ist tatsächlich, finde ich, das Nonplusultra an Waffen. Die Zombies sterben eigentlich mit einem einzigen Powerschlag. Zumindest 90%. Ach, guck mal, hier wäre es eh gewesen. Selbst Türen und so weiter. Wenn ich nur ein bisschen skille, den Vorschlaghammer einschlagen. Ah, guck mal hier. Ah, danke, dass du hier das Ding zerlegt hast. Eine Handtasche. Ich möchte nichts vergessen. Ich habe aber die Befürchtung, wir werden was vergessen. Und Tür auf. Geht das hier? Na gut, mit Holz. Mit den Holzkisten geht es nicht ganz so gut. Da geht es halt mit der Axt einfach besser. Ah, Kartoffel ist sehr schön. Ja, okay. Und wenn du sowas hast, dann nimmst du auch schnell die Feuerwehraxt. Bald brauchen wir damit auch nur noch einen Schlag und dann sind wir hier durch die ganze Geschichte. Ja, war ja. War abzusehen, dass hier einer von der Decke runterfällt. Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Ich habe die Befürchtung, ich vergesse wieder viel. Oder ich übersehe einfach wieder sehr, sehr viel. So, das ist leer, das ist leer, das ist... Oh, ah, Yucca-Samen, glaube ich, waren das. Das Kochzeug braucht man nicht. Hier müssen wir mal gucken. Bei der abgedeckten Decke ist normalerweise gerne noch irgendwo Loot drin. Oh. Ja, okay. Ja, das kostet mich zu viel Munition. Ganz ehrlich, hier einmal mit dem Vorschlaghammer voll draufgebrezelt. Ja. Guck mal, einmal, jetzt ist meine Ausdauer zwar weg, aber es hat viele gebraucht. So, Yucca-Samen-Rezept, das können wir definitiv noch nicht. Robotik-Geschützturm, Patronen. Verwandle deinen Robotik-Geschützturm in eine provisorische Schrotflinte. Fertige Robotik-Geschützturm, Patronen. Können wir meines Wissens nach auch noch nicht. Ein bisschen Muni. Nach wie vor ein Freund davon, mal hinter den Bildern zu gucken. Ich würde gerne nach ganz nach oben.
Wahrnehmung plus 1. Naja, guck. Doch, guck. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Wollen wir hier noch irgendwie in die... Ah ja, hier. Sehr schön. Da sind wir doch richtig. Ja! Dreier Taschenmod. Sehr schön. Können wir wieder eine 1er Taschenmod oder eine 2er Taschenmod ausbauen. Und dafür die 3er einbauen. Sind wir weniger überladen. Wir sollten eh bald komplett durch sein. Zerlegen. Da lassen. Naja, okay. Ja, okay. Ah, guck mal hier. Gut, dass wir runtergefallen sind. Mais. Wir gehen nochmal hoch. Ja, das Problem ist mit der Decke. Man fällt halt einfach durch die Decke jetzt hier dementsprechend durch. Ich weiß gar nicht, wie man... Ja, gut, wir können den Karton zerlegen. Wenn wir den Karton zerlegen, kommen wir an den Rest eigentlich ran. Ach du Scheiße. Zerlegen... das würde ich gerne behalten. Das auch. Die Spritze ist einfach zu teuer. Den Mais können wir noch essen. Das Wasser fliegt raus. Davon haben wir 10.000 Stück. Armbrust und Bogen könnten wir mal herstellen. So, die Tasche ist leer. Ich würde gerne noch die Kiste looten, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Weg damit. Kommen wir an die Kiste? Ah, Mist, da hinten ist noch was. Wir müssen improvisieren. Fertigen wir mal zwei von den Dingern. Dann zerlegen wir das hier. Geht das? Jo, geht. Oh, ernsthaft? Eine okay, Silber ist geil. AK-47. Wir haben ja auch keinen Platz mehr. ...26. Das Zeug ist alles zu teuer. Papier. Tschüss. Borde des Fleiß. Tschüss. Boah. Ja, weg, weg. Einstecken, 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 einstecken. Einstecken, 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 einstecken. Ja, gut, wir lassen die beiden Dinger da. Komm ich da noch ran? Nein! So ein Mist. Dose Chili. Oh, wir können mal Chili Dog herstellen. Ganz ehrlich, dann nehme ich hier das hier. Nehme das hier noch mit. Okay, dann haben wir aber hier alles, oder? Säubere Gebiet. Oh, wir sind mit säubere Gebiet. Was? Wo sind denn hier noch Zombies, bitteschön? Hä? Wo sollen hier noch Zombies sein? Wir haben noch... Sind denn hier noch... Sitzt du als Zombie? Nö. Ah! Zurück zum Händler. Ernsthaft? Die zwei Geier haben als... Okay. Gut. Keine Fragen mehr. Okay, wir sind eh hoffnungslos überladen, aber ich glaube, wir haben eh alles geplündert. Alter Verwalter, das hat sich gelohnt. 16.56 Uhr. Da kommen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon Tag 12 wieder. Die Horde kommt bald. Wir gehen jetzt aber zurück zum Händler, gehen nehmen noch eine neue Quest an. Die machen wir dann auch über die Nacht hinweg. Ich bleibe ja in meiner alten Basis eher noch ein bisschen Metall einschmelzen, nochmal Spitzen herstellen. Also die Metallspitzen, die um die Basis ein bisschen verteilen. Wir sollten die Tag 14 Horde eigentlich ohne Probleme überleben. Also wirklich ohne Probleme. Die eigene Basis prinzipiell würde ich da auch noch ein bisschen weiter graben, da es ja noch ein bisschen dauert, bis wir den Erdbohrer herstellen können. Aber wenn wir das Rezept schon haben. Leider brauchen wir erst Stahlschmieden dafür. Und Stahlschmieden, das sind noch, keine Ahnung, ich glaube 20 Level oder so, haben uns noch gefehlt. Oder 15. Bis wir das können. Wir müssen mal gucken, wie viele Skillpunkte wir jetzt noch übrig haben. Ein paar sind's. Aber ich glaube, sie werden nicht reichen. Ah, guck mal, da ist noch gar nichts drin. Ach so, jetzt müssen wir aber erstmal wieder irgendwas weglegen, damit er uns eher Zeug geben kann. Njagdgewehr Stufe 3 oder Steroide. Ja, komm, dann gib mir eher das Jagdgewehr, ganz ehrlich. Und ich will mein Schi... Achso, wir sind immer noch voll. Wir müssen erst was verkaufen. Die Klumpen beispielsweise. Level 32, 3 Fertigkeitspunkte haben wir. Das Antibiotika können wir verkaufen. Die Stiefel verkaufen wir.
Feld- und Hitzewiderstand brauchen wir nicht. Das Tuch müssen wir mal gucken. Vielleicht rüsten wir mal sowas aus. Die Brille können wir verkaufen. Die Steroide verkaufen wir. Die Klingenmod behalten wir mal. Wasserreinigungsmod haben wir noch eine. Können wir verkaufen. Die Handschuhe sind schlechter. Verkaufen. Thanks for shopping here. Come again. Dann gucken wir mal ganz kurz. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir nichts drin. Hier haben wir eine Dreier-Mod drin. Hier haben wir eine Dreier-Mod drin. Hier haben wir eine Dreier-Mod drin. Hier haben wir eine Zweier-Mod drin. Verändern. Abschließen. Sehr schön. In dem Helm müssten wir noch. Wir bräuchten. Uns fehlt nach wie vor ein vernünftiger Helm. Mist. Quest vergessen. Ich sag doch, es wird noch zig Folgen dauern, bis ich mir merke, dass ich hier Quests annehmen muss. Auch wenn wir eigentlich nichts anderes mehr tun. 1,2 Kilometer abholen. Besten. I like you, friend. Godspeed. Stufe 2 säubern. Die können wir eigentlich noch mitnehmen. Denn wir haben an und für sich noch massenweise Platz, wie man sieht. Dann nehmen wir das noch mit. Moment. Hä? Haben wir jetzt noch zwei Quests annehmen können? Ah, okay. Wo habe ich diese andere Säuberungsquest hier? Von einem anderen Händler kann das sein? Ah, guck mal hier. Ah, wir sehen hier auch die Quests, die wir erledigt haben. Und welche. Eine einzige Person ist jetzt fehlgeschlagen, weil wir drinbleiben nicht gemacht haben. Wir gehen mal zu der Stufe 2er Quest. Die wir noch offen haben, aus irgendeinem Grund. Die nehmen wir noch mit. 1812. Wir haben eh nachts jetzt nicht großartig was anderes vor. Skillpunkte, wir haben jetzt 4 Skillpunkte, glaube ich, oder sowas. Das ist eh zu wenig. Aber wieso ist die grau? Ah! Aber ein neues Gebäude. Auch mal. Gut, ganz ehrlich, solange die Quest funktioniert, ist mir das relativ egal, ob. Oh. Boah, ich glaube, hier kriegen wir viel Loot raus. Weil ich sinke da auch im Boden ein. Müssen wir mal gucken. Ich habe die Befürchtung, dass wir hier. Nicht nur Zombies, wahrscheinlich auch Hunde haben, oder? Ah, eine Werkbank. Cool wäre natürlich, wenn wir jetzt so Stahl finden würden. So 25 Stück wäre super. Wenn ich mir was wünschen dürfte. Ah. Kunststofffass. Könnte man zerlegen? Kunststofffass. Benzin. Oh. Lohnt sich schon. Allein schon wegen dem Benzin. Ah, guck mal hier. Motor. Für eine Motorsäge. Oh Gott, wo geht's denn hier überall hin? Ah, kommt schon. Kommt noch einer. Verschlossen. Oh, okay. Oh, cool ist, dass du gleich zwei triffst. Verschlossen. Ah, da geht's aber auch irgendwo hin. Ausdauer. Okay. Ach du Kacke. Wie groß ist denn dieses Gebäude, bitteschön? Hier, wir gehen erstmal da lang. Und hier lang. Ah, guck mal, Nahrung. Käffchen. Käffchen fürs Schäffchen. Ich habe die Befürchtung, dass das hinten und vorne nicht passt. Mal abgesehen davon, wir müssen das Haus säubern. Oh Gott. Nee, da kommen wir nicht. Ich müsste hier durch. Lassen Sie mich durch, ich bin der Landvogt. Abfall ist leer. Da ist noch ein Rucksäckchen. Ich habe irgendwie Schiss, dass das Gebäude gleich in sich zusammenfällt. Entriegeln. Oh, hi. Oh, voll daneben. Erstmal die schnelle Tante.
Okay. Oh, wieder so eine Experimentierküche mit irgendwas. Goldruten, oder? Jo, Goldrutenpflanze. Öl nehmen wir gerne. Bringt Kohle. Wir haben echt mittlerweile viel Loot und alles Mögliche. Weil wir sind auch mit den Waffen mittlerweile fast am Ende. Also Maximalstufe von Waffen ist 6. Das, was mir noch fehlt, ist ein richtiges Scharfschützengewehr. Noch wäre mega. Das ist leer, 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 leer. Ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem wieder zigtausend Dinge hier übersehe oder vergesse. Ah, die Tür ist gesperrt, oder? Was denn? Die Zombies versuchen irgendwas zu... Ein Schreibtisch? Ich glaube, wir müssen von der Seite. Benutzen. Wenn wir eh Kaffee haben, können wir den mal benutzen. Oh, wir müssen unseren Hammer reparieren. Gut, das Einkloppen von den Türen ist zwar wirklich effektiv, weil ich die Waffe nicht mehr wechsle. Ach du Kacke. Okay. Ah. Boah, was ist denn das für ein Gebäude? Oh, ohne Witz. Hä? Ah, hier. Oh. Spider-Zombie. Ich war etwas überrascht, als ich das Geräusch gerade gehört habe. Und er hat versucht, mich anzuspringen, hat aber nicht getroffen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir das Gebäude hier irgendwie... Das ist eine Stufe 2er-Quest. Das Ding ist gigantisch. Wartung. Lerne deinen Schläger richtig zu pflegen und er wird lange erhalten bleiben. Schläger und Knüppel nutzen sich 20% langsam ab. Gerne doch. Prinzipiell, da ich nie mit... Ah, guck mal, hier kommen wir tatsächlich hier hin. Da ich nie mit dem Knüppel zuhauen werde, müssten wir es nicht mal lernen. Also es... Hätten wir uns schenken können. Das Zuschlagen mit den Powerschlägen kostet uns nicht mal mehr großartig Ausdauer. Okay, wir haben die Hauptkisten gefunden. Und zurück zum Händen. Wir haben tatsächlich alle Zombies? Das waren noch niemals alle Zombies. Ohne Witz, dieses Gebäude ist so gigantisch. Oh, eine 4er-Piste. 5er wäre cool gewesen und eine 6er-Piste. 4er haben wir leider schon. Wo ist denn die? Mir fehlt ja diese andere Kiste. Wisst ihr, welche ich meine? Soll die nicht hier auch irgendwo sein? Irgendwie fehlt mir die Kiste. Da oben ist aber nichts, nee. Irgendwie fehlt mir diese Kiste. Mal gucken, wir das auch noch. Da ist doch noch. Ich habe noch nicht alle Räume gelootet. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass das hier alle Räume sind, die ich angeblich gelootet habe. Abgesehen davon, dass hier noch Zeug ist. Komme ich da hin, ohne dass ich. Ja, okay, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Okay, zurück zum Händler. Wir haben niemals alles gelootet. Knicken kannst du es. Knicken. Okay. In diesen Dingern kann ab und zu mal auch Loot drin sein. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein. Vielleicht in dem hier? Ah, hier, im Rucksack. Wieder ein Wasser drin. Na, außerdem, ich höre sogar noch Zombies. Ah, 20.40 Uhr. Ah, Gläser. Ja, ich glaube, wenn wir uns beeilen. Das ist wieder eine Horde. Oh, wie sind wir denn jetzt hier gelandet? Hä? Kacke. Komm ich hier durch? Boah, 1000. Ah, da. Shit, ich komme hier nicht mehr. Ich wollte die Quest. Ich hätte die Quest noch gerne abgegeben. Ah, ich glaube hier hinter, oder? Ich habe die Befürchtung, dass wir hier irgendwie lang müssen. Kommen wir hier raus? Ah ja. Uah, nichts brechen. Das müsste wieder eine Wanderhorde sein, oder?
wie er gegen das Gebäude dämmert. Hämmert. Dämmert. Ein Zombie. Ach, tatsächlich. Stufe 2 ist Säuberung. Stufe 2 abholen. Ah, wobei, das ist ganz praktisch, weil wir haben neben dem, wo wir eh hin müssen, dann das Abholen. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause. Das heißt, wir können die beiden Quests miteinander verbinden. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal kurz nach Hause. Wir schaffen das eh nicht mehr. 1,4 Kilometer und in 10 Minuten, das sind, keine Ahnung, 30 Sekunden in-game oder 30 Real-Life-Sekunden. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserer Basis. Sortieren unseren Mist wieder um. Schnappen uns... Sah aus wie ein Wolf. Schnappen uns unser Zeug. Und platzieren, glaube ich, die Spitzen noch. Ein paar Minuten haben wir in der Folge noch. Ich will die Folge ein... Ich will immer so 30 Minuten Folgen haben. Ich glaube, das ist okay. Meistens schaffe ich das nicht mal. Oh, jetzt hat er alles eingelagert. Wir brauchen das hier, das nicht, die sind. Ja, die Haltbarkeit ist ein bisschen schlechter, sonst wären die gleichwertig tatsächlich, die Dinger. So, das hier raus, den hier raus. Das, das. Den restlichen Loot noch. Boah. Nicht zu weit springen. So, den Rest nehmen wir gut noch raus. Vor allem, wir haben jetzt mega cooles Zeug auch gefunden. Das würde ich mir auch gerne erstmal angucken, was wir jetzt alles noch gefunden haben an Zeug. Hauptsächlich aber hier Nahrungsmittel. Hatte ich nicht irgendwo... Ja, komm. Aber wir haben halt tatsächlich, wir haben so viele Nahrungsmittel. Es wäre jetzt sinnfrei, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, noch Nahrung großartig anzubauen, weil wir können es uns eigentlich tatsächlich komplett sparen. So, hier haben wir noch eine AK. Wir müssen hier definitiv zeuglos werden. AK würde ich eigentlich ungern verkaufen. Davon würde ich gerne 2 loswerden. Ich würde gerne ein Jagdgewehr loswerden. Ich würde das hier gerne verändern. Müssen wir anders machen. Ich würde das hier auf jeden Fall loswerden wollen. Die hier auf jeden Fall loswerden wollen. Den Steinhammer können wir zerlegen. Den Eisenvorschlaghammer Stufe 3 können wir einschmelzen. Den Klauenhammer auch. Die Schaufel genauso. Ein Wire-Tool können wir verkaufen. Oh, wir haben... wir haben 14. Hätten wir Stahl, können wir uns den Stahlvorschlaghammer komplett zusammenbauen. Wie cool. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verändern. So, jetzt dann verkaufen, 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 verkaufen. Einschmelzen, einschmelzen, einschmelzen. Einschalten. Einschmelzen, einschmelzen. 2, ja, wir brauchen eh wieder Eisen. Die Barackenstühle können wir verschüren. Die können wir verschüren. Okay. Was haben wir hier noch? Boah, 9-mal Säure. Wir haben echt mittlerweile richtig, richtig viel Zeug. Reparieren. Der Rest lohnt sich eigentlich noch nicht. Schockstab kann eigentlich auch mal raus und das hier kann auch mal raus. So, Zielfernrohr. Das hier, der Hammer will ich noch einschmelzen. So, die Kapuze kommt hier rein. Keine Ahnung. Brauchen wir erstmal nicht. Wie sieht es jetzt hier aus? Schade ist, dass wir die Farbe halt echt nicht verkaufen können. Die Modifikationen... Können wir an und für sich auch verkaufen. Wir können doch auch eine neue Modifikation... Konnten wir nicht irgendeine Modifikation erstellen, die ich nicht haben wollte? Mündungsfeuer. Lenkt die antreibenden Gase ab, um den Rückschlag zu vermeiden. Ich glaube, jetzt sind wir aber voll, oder? Verändern. Ja, 2. Und hier haben wir auch 2. Taschenmod. Temperierte... Trommelmagazin. Nein! Oh, Trommelmagazin wäre mega, aber wir brauchen Stahl. Genau, super. Also, halten wir mal fest, für alles, was irgendwie ansatzweise geil ist, braucht man Stahl.
Okay, wir können uns nochmal sowas hier reinziehen. Ah, hier haben wir Nitrat. Wollen wir uns vielleicht mal Kugeln herstellen? Prinzipiell könnten wir. Hier mal Stahl haben wir noch. Ja, massenweise, ja, zu schneidern oder sowas fangen wir gar nicht erst an mit dem Thema. Boah, Verbände haben wir auch massenweise. Verbände haben wir echt viel. So, einschmelzen. Guck mal, 15 kriegen wir da raus. Wie sieht's mit Kartoffeln? Oh ja. So, Kartoffel ist fertig, Kartoffel ist fertig, Kartoffel ist fertig. Das ist auch wieder 6 Stück. Wäre eine neue Pflanze tatsächlich schon wieder von den Kartoffeln. Auch 15. Da haben wir gar nicht wenig. Das Zeug zerlegen wir. Das Rad lagern wir mal, keine Ahnung, hier drin. Die Dosen können erstmal hier rein. Das Zeug kann auch erstmal hier rein. Okay, die Dose Chili kommt hier rein. Gut. Zement hatten wir auch hergestellt. Jo. Hatte ich nicht noch einen... Genau, einen Viererhammer. Den brauchen wir. Jetzt können wir unten schon mal wieder das Zementzeug auffüllen. Wir haben ja die Blöcke haben wir schon drin. Zur Verstärkung. Und Spitzen. Ah, da werden wir mehr als 18 brauchen. Ist, glaube ich, egal, in welche Richtung man die platziert. Ja, das sind zumindest ernstzunehmende Spitzen. Nicht so wie die Dinger hier. Rechtsklick war aufwerten, oder? Geht das? Doch, geht. Reparieren. Hier, hau mal. Sehr schön. Okay. Wir brauchen definitiv noch ein paar Spitzen. Das heißt, wir brauchen definitiv noch mehr Metall. Einschmelzen, einschmelzen. 38, sehr schön. Oh. Ist das ein... Na toll. Mist. Nicht. Ach stimmt, die halten ja nachts viel mehr aus. Nicht in meine Spitzen reinrennen. Wo sind sie denn hin? Hä? Gut, dann geht halt wieder. Nicht in meine Spitzen reinrennen. Hallo? Ah ja. Das zu treffen ist übrigens relativ schwierig. Das waren jetzt 3 Stück. Ja, aber diese Holzdinger sind ganz nett. 1, 2 Zombies töten sie auch, aber ganz ehrlich, das sind die Metall, glaube ich, viel effektiver. Ich hatte keine Ausdauer mehr. So. Springen kostet leider relativ viel Ausdauer. So, wir haben das erledigt, wir haben das erledigt. Wir haben hier Steine, wir haben hier Zement, wir haben hier Kugeln, wir haben das, das, das. Wir haben ein bisschen Benzin. Wir brauchen definitiv wieder mehr Benzin. Die Frage ist, können wir Benzin eigentlich auch irgendwie herstellen? Ölschiefer. 1 zu 1. Kohle, Ölschiefer haben wir 113. Benzin. Ja, besser als nichts. Also Ölschiefer würde 1:1 Benzin zur Herstellung geben. Gut. Wie sieht es mit Skillpunkten aus? Ich würde tatsächlich, wie gesagt, auf Mechaniker, nee, Arzt, fortgeschrittenen Ingenieur. Fortgeschrittenen Ingenieur bräuchten wir. Intelligenz von 10. Wir sind gerade bei 7. Bei 8. Haben jetzt nur einen Skillpunkt übrig. Erfinder. Lerne Schrotflintengeschütztürme für die Verteidigung der Basis auf kurze Distanz, Battery Bank und Nagelpistole herzustellen. Alle 35% EP für Kills mit elektrischen Fallen. Ah. Alle Rezepte für die Schmiede kosten 15% weniger. Das Fertigen von geschmiedeten Stahl und Elektrogeräten kostet 25% weniger. Wie sollen wir den Stahl anfertigen, meine Freunde, wenn wir den Schmelztiegel nicht haben? Aber wir können so auch mehr Eisen herstellen. Und wir haben jetzt wieder keine Skillpunkte mehr. Hier, Schmelztiegel erforderlich. Außer wir finden, man kann, glaube ich, einen Schmelztiegel tatsächlich auch finden.
Ja, komm, mach mir nochmal 10 Stück von den Dingern. Die Munition müssen wir nochmal ein bisschen was mitnehmen. Nehmen wir mal so einen... Ach, so einen ganzen Pack nochmal mit. Fürs normale Gewehr brauchen wir da auch was. 102, ja, komm, brauchen wir. Gut. Dann fahren wir zurück zum anderen Händler, würde ich sagen. Wir nehmen aber das Händlerzeug logischerweise mit. Also das hier alles, auch die 8000 Jetons, falls wir die Gelegenheit haben und einen Händler finden. So, ausschalten. 8000! Ah! 1000 Benzin. Ah, okay, so viel Ölschiefer brauchen wir dann gar nicht. Oh, nice. Ölschiefer kriegen wir hauptsächlich in der Wüste, glaube ich. Hier, 900 Benzin voll. Super. Super. 36 Minuten schon wieder voll. Ja, super. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Händler. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Rumsbums. 7 Days to Die. Macht's gut.